Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Astronier. Ich bin der kleine Astronaut hier, der die Unterkunft ein bisschen falsch hingestellt hat. Ja, ich habe gedacht, dass, ja. Ich kann es halt auch nicht umstellen. Ich wollte es halt nur aufstellen, damit es schon mal mit Energie gibt. Ich habe jetzt auch quasi hier, werde ich jetzt die Energie noch mit absetzen. Die habe ich mir ja nur ausgeliehen. Die soll ja jetzt quasi hier drauf. Und ich habe den Sauerstoff, nee, den Atmosphärenkondensator auch schon mal durchlaufen lassen. Das heißt, ich setze jetzt hier alles wieder ab und naja, das Ding wird jetzt nicht mehr so gut laufen, aber es wird noch laufen. Und ja, jetzt kommen wir zum großen Entpacken. Und beim Aufbauen habe ich gemerkt, was ich vergessen habe. Nämlich den Kran. Der Kran, der fehlt. Oh. Okay. Gut, 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 gut. Passt. Ist ein bisschen ärgerlich. Habe ich mich gerade selber ein bisschen drüber geärgert. Aber, na gut, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Wir könnten jetzt gleich nochmal gucken, was uns der Kran kostet und ob wir das denn hier auch zusammenkriegen würden. Und jetzt würde ich auch erstmal die Dinger hier ganz nach hinten setzen, weil die nerven dann ja schon richtig, wenn man die im Genick sitzen hat. So, dann machen wir hier hinten auf dem Porsche die RTGs, damit hier auch alles schön läuft. So, dann haben wir hier einmal Bohrstärke Stufe 3. Der kommt natürlich nach vorne. Genauso. Flüssigkeitenkanister kommt hier hin. Das ist ein Ressourcenkanister. Den setzen wir jetzt erstmal hier hin. Da ich hier noch gerade kein Lithium habe, muss ich die Nenner auch noch anweisen, dass sie Lithium sammeln sollen. Nicht, dass wir hier irgendwie wieder was anderes kriegen. Wobei, jetzt merke ich gerade, wird es da gar nicht durchgeskippt so richtig. Das heißt, ich muss die ja hier hinten hinsetzen. Ahahaha. Na gut, dann setzen wir sie hier aber an die letzte Reihe. So. Der Rover sitzt, der kommt auch mit nach vorne. Oder was das auch immer war. Nee, das war der Planierer. Jetzt haben wir den Rover Sitz. Und dann haben wir noch einen Ressourcenkanister. So, dann dürfte das eigentlich hier von der Aufstellung her eigentlich auch schon so weit passen. Ja, setzen wir die so hin. Oder andersrum. So wäre, glaube ich, besser. Dann sieht man halt wenigstens nochmal ein bisschen was. So, euch auch wieder richtig ausrichten. Ihr werdet ja sowieso hier nicht abgenommen. So, dann habe ich hier eigentlich doch noch ein bisschen mehr Platz, als ich jetzt gedacht habe. Na gut. Ja, jetzt hier das mit dem Kran, das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, kann ich jetzt gerade nicht ändern. Ach, da hat sich auch gleich richtig rumgedreht. Cool. So, hier machen wir noch nicht seitlich, sondern gerade. Ja, ist ein bisschen ärgerlich. Ich könnte jetzt hier nochmal einen Ressourcenbehälter hier mit reinpacken. Hm. Können wir mal gucken. Kran, 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 Kran. Da war er schon. Titan, Silikon und Stahl, das kriege ich ja alles nicht her. Also Stahl kriege ich hier schon mal nicht her. Dafür brauchen wir halt wieder die Hauptbase. Das heißt, der hat hier erstmal keinen Kran. Ja, dann würde ich sagen, jetzt habe ich hier die anderen Dinger soweit voll gemacht. Könnten wir eigentlich hier nochmal ein Lager hier zwischenpacken. Der ist nicht wirklich gut befüllt, ne? Da habe ich mir aber echt scheiß Gedanken darüber gemacht. Aber gut, für die Zwecke reicht er jetzt erstmal. Sieht ein bisschen leer aus hier, so fast nichts vorne hat. Aber na gut. Durch die Dinger kann ich also nicht durch. Das wollte ich halt ausprobieren. Und ich habe hier auch keinen Äquator. Das ist ja das nächste Ding. Oh oh. Das heißt, ich muss vorsichtig im Untergrund sein.
Ah, hier haben wir Quarz, wunderbar. Das kann ich schon mal gut gebrauchen. Das heißt, ich buddel mich jetzt hier erstmal... Oh. Da sehe ich schon das Erste. Erstmal hier ein bisschen durch. Oh ja, oh ja, oh ja. Der war gut. Der Einsatz. Jetzt bin ich hier schon wieder draußen. Na, raus wollte ich eigentlich nicht. Ich komme über dieselbe Seite wieder rein. Und wieder runter. Gucken wir mal, was hinkriegen. Jawohl, hier ist auch nochmal ordentlich was. Oh ja. Lithiumprobleme AD, würde ich sagen. Nehmen wir uns hier auch gleich ein bisschen Harz mit, da können wir hier auch die Plattform oben ein bisschen weiter ausbauen. Dann müssen wir, glaube ich, erstmal den Äquator setzen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste, was ich machen kann. Das heißt, wir gucken uns hier erst maximal nur ein bisschen hier in der Höhle um. Und Ressourcen dürfen wir jetzt auch schon mal drinnen haben, die wir brauchen. Habe ich ein bisschen blöde bei der Planung gemacht. Na, mal gucken. Lehm werde ich jetzt hier wohl wahrscheinlich nicht finden. Aber, oh ja, sehr schön. Hier haben wir nochmal was. Runter, runterbohren, runterbohren. Der wollt irgendwie nicht. Machen wir hier nochmal eine Schleife drum. Ah, man sieht ein bisschen schwer was. Da oben in der Wand sehe ich nochmal ordentlich was. Genau hier. Einmal kurz blub, 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 blub machen. Wäre jetzt blöd ohne Kran. Wir werden zwar trotzdem an die Ressourcen rankommen, aber nicht so. So gut. Gut, dann fahre ich jetzt erstmal nach oben. Würde ich sagen, machen wir erstmal unser Signalfeuer. Bevor ich hier dann nicht weiß, wo ich hin muss. So. Na aber. Polter die Polter. Aber nach oben. Ja, können wir hier so uns dran setzen? Ja. Ich denke mal, das dürfte gut ausgereicht haben. So, die ersten sind schon mit Lithium voll. Was haben wir hier jetzt drin? Laterit, wunderbar. Dann würde ich aber dich hier nochmal voll mit Lithium machen wollen. Und du warst umgestellt, deswegen bist du auch nicht voll gegangen. Okay. Ist ja soweit schon mal kein Thema. Stellen wir das schon mal soweit um, weil davon will ich ja ganz viel mitnehmen. So, das Quarz, das können wir uns schon mal mitnehmen. Und das ist viel zu wenig Quarz, als ich eigentlich gedacht habe. Okay. Ja, jetzt ist voll. Und hier will ich einfach... oh. Ja. Das klappt auch nicht. Dann nehme ich hier einfach den Weg. Und will ich mir einen neuen machen. das heißt, ich habe jetzt hier hinten ein bisschen Müll, was ich jetzt hier hinlegen kann. Ja, siehst du, da habe ich das selber mal wieder nicht
richtig nachgedacht. Nochmal kurz das Geländewerkzeug weg. Da habe ich ja jetzt wirklich nicht ganz richtig nachgedacht. Das ärgert mich gerade jetzt ein bisschen. So, jetzt muss ich den nämlich hier alle noch manuell leer räumen. Wisst ihr was? Wir gehen gleich einfach mal nochmal nach Hause. Ich nehme einfach gleich so viel Lithium mit, wie es geht. Da fliegen wir einmal kurz nach Hause und holen uns jetzt den Rest her. Weil den Kran kann ich halt hier nicht machen. Den ganzen anderen Rest zwar schon, aber das hilft mir halt hier jetzt gerade gar nicht. Also wären es jetzt hier nur so ein, zwei Lager gewesen, ja, aber der Kran ist schon ärgerlich. Und hier hinten würde ich dann auch nochmal sagen, da würde ich dann nochmal die Silos mitnehmen wollen. Da würde ich mir dann nochmal zwei Silos machen. Mal nochmal eine Lagerkiste hier. Ne, das war das Laterit. So, schieb das erstmal da rein. Wieder umstellen. Kriegen wir wenigstens einen vollen Kanister mit. Da wäre schon mal eigentlich das drin, was ich haben möchte. Weil das wären 32 Batterien. Gut, wir brauchen dann deutlich mehr, aber ich wollte halt nämlich vier Kanister voll machen. Das wäre aber auch schon deutlich mehr, als wir eigentlich bräuchten. So. Ein Kanister haben wir voll gekriegt. Den können wir wieder umstellen. So. Das heißt, wir gehen jetzt noch nicht mal mit leeren Händen nach Hause. Das ging ja auch recht fix. Aber ohne Bagger, naja. So, dann können wir uns hier auch nochmal das Zeug mitnehmen. Dann würde ich auch sagen, holen wir auch gleich zwei Flüssigkeitskanister mit. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. So, dann steigen wir mal kurz wieder in die Rakete. War ja ein kurzer Besuch, aber hier fehlt noch einiges. Hier fehlt noch einiges. Das geht so nicht. Dann müssen wir einmal wieder zurück nach Hause. Ne, das ist Aatrox. Das ist auch nicht. Das ist er auch nicht. Da haben wir ihn. So. Und da haben wir das Heim. Einmal landen, please. Okay, na, die Rakete würde ich gerne noch einmal drehen wollen. Obwohl, so zum Leerräumen ist es doch besser. Gut, dann nehmen wir das einmal mit. Entrümpeln das. Das heißt, ich stelle das einmal kurz hier drauf. Stell dich mal kurz um und dann sage ich hier mal. Fahr das ganze Zeug mal rein. So. Da haben wir ja hier hinten auch nochmal einen. Oh, der ist auch schon bald voll. Und die Forschung könnten wir eigentlich auch noch gleich mal weitermachen. So. Oh, der ist auch schon leer. Das heißt, der hier kommt. Der bleibt dann hier. Der ist ja auch voll. Brauche jetzt auch nicht wegsortieren oder so. Und dann nehmen wir nochmal das hier drüben mit auf. Also auch nochmal ein bisschen Stuff. So. Und zwar klappen wir dich jetzt einmal aus, stellen dich mal kurz beiseite und dann haben wir ja hier nochmal Helium, nee.
Das hier brauchen wir. Das Argon. Einmal wieder auffüllen. So, und dann die lila Flasche, das war Stickstoff, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir dich nochmal kurz mit hier rüber. Und dann machen wir hier einmal nochmal Auffüllung hier. Gut. Dann möchte ich bitte, dass du permanent Wasserstoff herstellst. So. Und dann stellen wir dich hier wieder drüben auf. Und dann passt das. Ich muss dich nur noch kurz wieder alle aktivieren. Und hier dich wieder da drauf stellen. Erstmal. Gut. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die Ressourcen für den Kran. Eigentlich kann ich den Kran hier jetzt instant bauen. Also ganz ehrlich. Was soll der Geiz? Wir haben sowieso nicht mehr allzu viel, was wir brauchen. Also mitnehmen müssen. Das kriegen wir ja jetzt locker alles in die Rakete. Das heißt, wir brauchen Titan, Stahl und Silikon. Das ist ja kein Thema. Machen wir hier mal kurz eine Deaktivierung hier. Also einmal Titan. So, das wurde dann aus dem hier hergestellt. Glaubte ich zumindest. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Aus was wurde Stahl hergestellt? Stimmt, Silikon, das haben wir ja sogar noch drauf. Das war ja einmal Quarz und einmal Harz. Das holen wir uns jetzt auch nochmal. So. Dann nehmen wir uns das auch nochmal mit. Dann können wir demnächst auch ganz viele kleine Pups-Batterien bauen. Das wird ja nochmal ein Akt, das alles fertig zu bauen. Dann muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das am besten mache. Also am besten mache ich dann quasi ein paar Tische. Und wo ich das dann einfach nur draufstellen kann. Also so einen ganz kleinen Tisch, den ich dann mitnehme. Und dann, ja, einfach anstöpseln, fertig, aufladen lassen. Ich glaube, das könnte ganz gut klappen. So, jetzt brauchen wir noch Stahl. Da fehlte jetzt der Kohlenstoff. Genau, der Kohlenstoff. Der Kohlenstoff. Den nehmen wir doch auch mit. Und Argon brauchen wir jetzt. Das heißt, nein, das kommt da nicht rauf. Das kommt da rauf. So. Dann stellen wir eine Runde Stahl her. Ist die am meist benutzten Maschine jetzt bis jetzt bei mir hier. Wahnsinn. Wahnsinn. So, haben wir auch das Stahl. Und damit können wir jetzt sagen, bau mir einen Kran. So, dann haben wir den Kran. Dann muss, wollte ich jetzt noch, dafür brauche ich glaube ich zwei Eisen, war das, ne? Für das große Lager da. Genau. Ne, zwei Titan waren es. Nicht zwei Stahl, zwei Titan. Das heißt hier nochmal eins und zwei. Nein, nein. Hui. Dass ich immer den hier hinten nehme. Bestimmt wegen dem Arm. So. Eins und zwei. Eins und zwei. Jetzt habe ich vergessen umzustellen. Egal. Dann kann der hier schon mal weitermachen. So, zwei Stück. Leg los. Jetzt wird hier erstmal nochmal ordentlich geduckt. Der Kran ist auch schon fertig. Stellen wir dich wieder um. Und dann brauchte ich Glas und noch irgendwas. Auf jeden Fall. Also wir brauchen dann nochmal ein paar für Ressourcenkanister. Vier Stück dürften reichen, ne? Ich glaube schon. Ich weiß jetzt aber nur nicht mehr, wie viel ich jetzt von den anderen Ressourcen brauchte. Oder was ich jetzt genau für den Ressourcenkanister brauchte. Und nicht du solltest das Titan da draufsetzen, sondern da. Oh, meine Energie geht hier gerade zur Hälfte schon runter. Die Forschung wird schon langsamer.
Die RTG-Power kommt schon bald gar nicht mehr hinterher. Ich verbrauche einfach zu viel hier. Gut, Rover-Sitz, Traktor, wo haben wir's? Schubdüse, nein, nein, nein. Sauerstoffmacher, Autoarm, hier haben wir ihn doch. Mittlere Ressource, Kunststoff war das, nicht Silikon. Wie komme ich denn jetzt auf Silikon? Das weiß ich selber noch nicht. Kunststoff, aber Kunststoff war ja nicht so schlimm. Kohlenstoff und Gemische. So, nehmen wir schon mal zwei Stück davon mit. Zwei Stück davon mit. Dann lassen wir dich schon mal auf Dauerauftrag laufen. So, dann brauchen wir nochmal zwei. Und dann haben wir vier Stück wieder fertig. Und dann passt das. So, dann kann ich die schon mal mitnehmen und drüben die anderen Sachen machen. So, jetzt bin ich am Überlegen, mir jetzt da drüben vielleicht nochmal einen großen Tisch hinzustellen, aber wozu eigentlich? Ist jetzt so die andere Frage. Wozu brauche ich jetzt da drüben noch einen fetten, riesen Tisch? Wenn ich da sowieso kaum Apparatschaften habe, die ich jetzt da aufstellen will. Weil das machen wir alles über die mobile Basis. Das Einzige, was wir danach haben, ist eine Lagerbasis. Das bringt mir ja auch nicht viel. Weil das meiste schleppe ich ja sowieso immer hierher. In die, auf den Hauptplaneten hier. Weil ich das von hier aus dann auch cooler finde, dann hier zu arrangieren. Na, an und für sich könnte ich dann auch zwei große Batterien und hier die Batterien nochmal losmachen, bevor wir uns dann richtig losmachen. Das heißt, ich nehme jetzt hier erstmal den hier. Einmal mit. So. Ah, eigentlich kann ich ja jetzt den dann hier wieder mitnehmen. Und voll bepacken. So. Das heißt, das brauchen wir nochmal für den Rover. Das war halt nicht gut durchdacht. Jetzt mittlerweile schon. Und dann haben wir die vergessenen Sachen schon mal hinter uns. Dann würde ich sagen, bauen wir nochmal ein bisschen Energie auf. Dafür brauchen wir ja jetzt das Lithium, was wir hier angeschleppt haben. Und was war das noch? Glas, ne? Für eine Batterie. Ne, das ist Batteriesensor. Da hatte ich sie doch gerade gefunden. Und Zink. Zinki, Zink, Zink. Ja, sieht auch nicht mehr bald aus mit viel Zink noch. Haben wir jetzt noch drin? 7, ne? Doch, das geht eigentlich. So, nehmen wir uns erstmal so viel mit, wie wir tragen können. Ja, wie wir tragen können. Das dürfte schon passen. Dann hauen wir das hier einmal jetzt drauf und dann nehmen wir so viel mit, wie wir tragen können von dem anderen und lassen alles einmal nochmal herstellen. Dann hätten wir hier auch ein bisschen mehr Reservestrom wieder zur Verfügung. Das wäre an und für sich kein verkehrter Plan. Ja, passt. So, dann einmal hier draufstellen und dir schon mal den Befehl geben, permanent zu basteln. Jetzt muss ich nur kurz warten, bis er den ersten fertig hat. Dann können wir da hinten die 6 auch wieder aufstellen, die mir jetzt mittlerweile fehlen. Und da habe ich sogar noch 2 auf Reserve, die ich dann der Base einfach schenken würde. Und dann passt das. So, dann müssen wir uns ganz viele Batterien bauen. Demnächst.
wenn wir das denn hinter uns haben. Aber auf jeden Fall erstmal nochmal das Lithium ordentlich sammeln. Ja, ich habe doch hier noch eine zweite Plattform dran. Warum stecke ich es denn nicht da drauf? Hoppala. Naja, manchmal denke ich einfach nicht nach. So, eins, zwei, eins. Da gibt mir nochmal die letzte. Zwei. Gut, dann kann ich die hinten schon mal draufsetzen. Das passt. Dann können die sich auch wieder füllen mit wunderschönen Elektrostrom. Aus Luft hergestellter Strom und Solarstrom. Wenn hier dann wieder alles läuft. Damit hier auch die Power wieder anständig durchfließt. Durch die Maschinchen. So, da haben wir die letzten zwei. Und wie gesagt, die großen brauchen wir eigentlich nur, um soweit alles durchzuziehen. Und für die Tempel würde ich dann halt eher die kleinen nehmen. Weil davon können wir dann viel, 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 viel mehr mitschleppen. Um die Tempel zu aktivieren. So, und ihr zwei, ihr seid jetzt sozusagen die der letzte Rest. Das heißt, ich stecke euch jetzt einfach so mit drauf. Und dann dürften wir jetzt doch alles haben. Hoffe ich mal. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen Lithium und so. Forschung läuft noch. Gut, der läuft jetzt hier einmal durch. Das war jetzt eigentlich nicht mein Plan. Komm, ich bin mal im Morsloch und lass das einfach mal so mit durchlaufen. Der wird da auch wieder leer und da hinten wieder drauf gepackt. Das passt schon. Und dann werde ich auch irgendwann die ganzen Dinger hier einmal ersetzen durch die 400er. Weil die kriegen wir ja dann nicht so schnell durch. Und wenn er dann hier die ganze Zeit schön durchsortiert, das wäre bestimmt ganz cool. Aber dafür brauchen wir wieder Nanolegierung. Für den letzten. Gut, dann jetzt nochmal schnell zurück zum Planeten. Den Rover soweit fertig machen. Auch noch. Ja, Hydrazin könnte demnächst knapp werden. Auf jeden Fall auf der Rückreise. So, jetzt muss ich mal gucken. Da hinten haben wir ihn. Ab in die Erdumlaufbahn. Und jetzt sehen wir auch das kleine Häuschen. Ah, ist das schön. Und landen. Sind wieder da. Wer noch? Gut, Kran können wir schon mal mitnehmen. Der gehört da hinten halt drauf wie die Faust aufs Auge. So. Gut, dann holen wir uns den Bohrer, den ich hier noch fabriziert hatte. Na, ich will die ganze Plattform haben. Also ab und zu, wenn ich es nicht haben will, dann kriege ich es. Und wenn ich es haben will, dann kriege ich es nicht. Ja, ja. So, einmal hier rüber gelaufen. Das ist ja quasi denn das andere Ding hier. Wieder zusammenklappen, damit ich auch was sehe. So, jetzt haben wir hier nochmal einen Kanister, der jetzt hier wieder mit drauf kommt. Nee, das ist ja das Falsche. Das ist ja das Silo. Das will ich ja noch weiter hinten haben. Dann kommt hier nochmal ein mittelgroßer Kanister rauf. So, das heißt hier das Laterit, das lassen wir mal hier hinten. Ah, jetzt muss ich erstmal alle ausschimpfen lassen hier. Damit das dann auch gleich alle befüllt wird. So, die waren ja sowieso eigentlich für die Base. Stecke ich mir mal kurz an. Drehen wir dich einmal kurz. Dann einmal hier. Ich hoffe, ich habe noch genug davon. So. Noch ein Ressourcenkanister. So. Und der letzte Ressourcenkanister.
Das heißt, wir haben jetzt hier rein Kanisterpack dran. Würde ich sagen, hinten Laterit. Können wir hier vielleicht nochmal einmal Quarz rein? Oh, ich habe schon wieder vergessen, mit Quarz die Signaldinger zu machen. Ah, nein. Das ist ja heute nicht, echt nicht mein Tag. Ich glaube, das Spiel sagt mir, heute hättest du keine Aufnahmen machen sollen. Jetzt habe ich die Signaldinger wieder alle vergessen. Ja, da war was. Gut, dann stecken wir hier einmal kurz Energie mit dran. Und hier einmal mit dran. Damit hier überhaupt was passiert. Ja, nehme ich mir hier mal einen Quarz ab. Na, eigentlich müssten wir dafür jetzt nicht loslaufen. Unbedingt. Ich könnte ja sagen, dass ich es dann einfach hier an dem Ding selber mache. Signalfeuer, Signal, Signal. Aber wir müssen dann einmal nochmal kurz in den Untergrund gehen. Das heißt, bevor ich das selber mache, werde ich mal gucken, dass ich hier nochmal zwei Kanister mit Quarz füllen kann. Gut, dann werde ich jetzt die Kanister soweit ausstatten, dass sie halt die richtigen Sachen einsammeln und der Rest dann einfach hinten auf die Dinger aufgefüllt wird. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.